طيب wir haben ein anderes Beispiel, das Beispiel von Aisha radiallahu ta'ala anha und ihre Fügsamkeit. Im Musnad von Ahmed wird ein Vorfall, von einem Vorfall berichtet. Da heißt es, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, also Aisha berichtet. Sie sagt, er trat in mein Zimmer mit einem Gefangenen. Er hat einen Gefangenen und hat ihn nach Hause gebracht ins Zimmer von Aisha, damit er dort bleibt und sie auf ihn aufpasst, dass er nicht flüchtet. Dann sagt sie aber selbst, doch ich wurde von ihm abgelenkt und er flüchtete. Ja, und es sind Frauen gekommen, es sind andere Frauen zu ihr gekommen in ihr Zimmer, sie haben sich unterhalten und gesprochen, sie war abgelenkt von dem Gefangenen, er hat die Situation ausgenutzt und ist geflüchtet. Der Prophet kommt nach Hause und ist erstaunt darüber, dass die Geisel nicht mehr da ist. Und er fragt sie, ja, Aisha. Er sagte, was ist mit dem Gefangenen? Und sie sagte darauf, ja, in ihrer Spontanität, sie sagte einfach ganz spontan, sie sagte, ich wurde von ihm abgelenkt durch die Frauen und er ist geflüchtet. Daraufhin sagt der Prophet, er war ersichtlich erzürnt von ihr. Er war wütend und sagte zu ihr, was ist nur mit dir, malaki, qata Allahu yadaki. Was ist mit dir, möge Allah dir deine Hände trennen. Und er ist rausgegangen, wütend rausgegangen und hat ausgerufen, dass der Gefangene geflüchtet ist. Die Menschen haben dann angefangen, nach ihm zu suchen. Und man fand ihn auch, tatsächlich, man hat ihn wieder gefunden. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam kommt nach Hause und er sieht, Aisha macht etwas sehr Seltsames. Sie macht etwas Komisches. Sie hat ihre Hände vor sich gehabt und die ganze Zeit so gedreht und angeschaut. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte gesagt vorher, Qata Allahu yadaki, möge Allah dir deine Hände trennen. Und dann fragte er hat es vergessen gehabt. Er fragte, ja Aisha, was ist mit dir? Bist du noch bei Vernunft? Das ist nämlich eine seltsame Handlung, dass er reinkommt und sie starrt ihre Hände an, bewegt sie, wechselt die Richtung. Und dann sagte sie sagte, du hast ein Bittgebet gegen mich gesprochen. Und ich schaue zu, welche meiner Hände ich zuerst verliere. Das heißt, man kann annehmen, dass wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Bittgebet gegen jemanden spricht, man kann annehmen, dass man erwartet, die Person würde ihre Hände auf eine gewisse natürliche Art und Weise verlieren, beispielsweise durch einen Unfall. Ja? Durch einen Unfall wird es verloren. Und vielleicht würde die Frau dann sagen, den Messern in der Küche nicht mehr nahe kommen, denn dann kann es passieren, dass ich mir irgendwie die Hände schneide. Aber sie hat das nicht so erwartet. Sie hat einfach gedacht, wie ihr Vater bei dem Isra, er sagte, in kana qala faqad sadaq. Wenn er es gesagt hat, dann ist es wahr. Sie war wie ihr Vater. Wenn er es gesagt hat, dann muss es passieren. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam war erstaunt von ihrer Einstellung. Und er sagte dann, ich bin auch nur ein Mensch, der erzürnt. Und dann sagte er, er hob seine Hände zum Bittgebet und sagte, O Allah, ich bin ein Mensch, der erbost, wie die Menschen erbosten. Wenn ich ein Bittgebet gegen irgendeinen Gläubigen oder eine gläubige Frau ausspreche, so mache es zu einer Reinigung und Läuterung für ihn.